Herzlich willkommen zu 1000 PS TV hier von der Motorradwelt BMW. Und wir haben ja die Serie Die Bayerischen 7, die Neuvorstellungen 2021. Und bei mir ist wieder der Sepp Machler. Sepp. Servus, Tonko. Ghetto Faust. Genau. Das zweite Mal. Und ich meine, das Lustige ist, Sepp, du bist der Produktmanager für einen Supersport. Also für die echt harte Granate. Ihr habt wahrscheinlich jedes Video gesehen mit der M1000 RR. Du bist aber auch der Produktmanager für die 13er-Linie. So ist es. Quasi für Schnellste und fürs Leichteste bei BMW Motorrad. Ja. Es ist unglaublich, Sepp. Ich meine, jetzt sag ganz ehrlich, das mit der Supersportserie, das verstehe ich, weil du ein unfassbarer Henker vor dem Herrn bist. Das mit der 13er, wie kommst du in dieses Segment? Ich komme eigentlich dadurch in das Segment, dass ich vor meiner Karriere bei BMW war ich Fahrlehrer in der Schweiz. Ich habe Motorradbekleidungsgeschäft gehabt. Ja, ich habe Rennstreckentrainings durchgeführt, führe ich immer noch durch. Und durch die Fahrschule bin ich einfach mit diesem Segment natürlich voll involviert, weil in der Schweiz gab es auch einen Stufenführerschein, da hat man mit einer kleiner Motorrad angefangen und ist dann aufgestiegen. Also von daher weiß ich eigentlich, was die Leute gerne haben. Das ist großartig. Du Sepp, bevor ich dich bitte, dass du mir diese wesentlichen Änderungen sagst für das 2021er Modell, möchte ich nur kurz vorausschicken, ich bin beeindruckt. Das ist ein wirklich mächtiges Motorrad. Das schaut jetzt nicht aus wie irgendein so ein kleines, nichtssagendes Motorrad. Nein, steht da wie ein echtes Motorrad, finde ich echt großartig. Taugt mir. In diesem Segment mit den 34 PS habe ich persönlich auch weniger Probleme, weil ich bin in der Zeit aufgewachsen. Ich meine, da hat es gegeben ein XT500, das war echt ein Kultbock, war wirklich ein Wahnsinn. Genau 34 PS, was ich mir erinnern kann. Also von dem her bin ich weit davon entfernt, das irgendwie jetzt halt so abfällig zu beurteilen. So im Gegenteil, finde ich das echt lässig. Ich glaube, dass man mit dem an wahnsinnigen Spaß haben kann. Weiß allerdings nicht genau, was jetzt alles neu ist für 2021. Sepp, kannst du uns das erklären, bitte? Ja klar, da fangen wir natürlich vorne an. Wir haben LED-Scheinwerfer mit einem Tagfahrlicht drin. Das heißt, du hast jetzt wirklich nachts hell. LED ist einfach eine Macht. Also da kannst du den alten Scheinwerfer, hast du echt das Gefühl, du hast eine Nachttischlampe montiert. Also jetzt ist es richtig, richtig, richtig hell. Dann sind die Brems- und Kupplungshebel einstellbar in der Weite. Alles gut. Fahrschule, ganz wichtig, dass du wirklich mit einem kleinen Finger schön hinkommst. Dann haben wir E-Gas. Was heißt E-Gas? Vorher war quasi, du hast hier gezogen und dadurch Gas gegeben. Jetzt haben wir E-Gas, das heißt also einen elektronischen Gasdrehgriff. Damit konnten wir es herstellen, dass wenn du jetzt anfährst, dass der Motor dich unterstützt. Also sobald du leicht am Einkuppeln bist, heben wir sogar die Drehzahl für dich ein bisschen an. Also du kommst super schön weg. Ja. Dann haben wir eine selbstverstärkende Anti-Hopping-Kupplung drin. Okay. Auch wieder Handkraft ein bisschen reduziert. Was haben wir sonst noch? Dann haben wir noch mit der Farbe gearbeitet. Der Motor ist jetzt schön granitgrau. Das hier, also einfach insgesamt ist das Motorrad erwachsener geworden. Drei neue Farben, aber zusammengefasst LED-Licht, Kupplung überarbeitet, E-Gas. Das sind eigentlich so die großen Bringer. Ja, das E-Gas ist ein wirklich elektronischer Gasgriff. Ja. Also da habe ich nicht irgendwo unten ein Potentiometer, sondern es ist alles im Gasgriff drinnen. Ja, schlussendlich hast du dann schon, genauso wie du sagst, ja. Ja. Ist das Display ist das gleiche geblieben oder hat sich das verändert? Das Display ist das gleiche geblieben wie beim Vorgänger. Ja. Gab es von unseren Kunden keine Wünsche, deswegen haben wir das nicht angefasst und haben das Geld woanders reingesteckt. Ja. Du, ich finde das ganz super. Was ich nicht weiß, Sepp, leider weiß ich das nicht, da bin ich ein bisschen weg, bin ich nicht ganz drinnen im Thema. Verkauft sich sowas gut oder ist das eher schwer in unseren Breiten? Wir haben letztes Jahr, das gibt es ja quasi als R und als GS, wir haben von beiden Modellen 21.000 Einheiten verkauft. Also wir sind super happy. Das sind 12% unseres Retail-Volumens, kommen über diese zwei Motorräder. Europa, ganz klar, Stufenführerschein ist das Motorrad absolut da. Die GS ist Südamerika sehr beliebt, aber verkaufen wir auch in Asien, also weltweit kommt das Motorrad sehr gut an. Also das ist gewaltig, also das hätte ich komplett unterschätzt. Das hätte ich wirklich unterschätzt. Andererseits ist es logisch, weil das ist irgendwie ein Motorrad, vor dem man jetzt nicht wahnsinnig viel Angst haben muss, das aber trotzdem ausschaut wie ein echtes Motorrad und das irgendwie, ich glaube auch, dass es für sehr viele Menschen wichtig ist, dass es ein BMW ist.
Absolut. Absolut. Das wird so sein. Du, aber da komme ich jetzt noch zu einem Punkt, das hört man natürlich immer, wenn es über diese Motorradeln geht, also das so eine, wie soll ich sagen, so eine wohlwollende Community kannst du gar nicht haben, dass da nicht der eine oder andere reinhackt und sagt, naja gut, das ist ja alles asiatisch jetzt, das ist ja China, das ist ja Indien. Und das stimmt natürlich, ich glaube, es wird in Indien gefertigt. Richtig. Aber es sind ja, da werden ja trotzdem diese BMW-Standards erfüllt. Oder? Absolut. Also ich meine, entwickelt ist das Motorrad von uns, produziert wird es dann bei unserem indischen Partner. Also da gelten die gleichen Qualitätsstandards wie für eine GS, wie für eine Doppler. Da wird kein bisschen Abstriche genommen. Also absolut genau das Gleiche. Und wie du es vorher gesagt hast, das Motorrad ist wirklich ein erwachsenes Motorrad. Also wenn wir zwei jetzt in den Alpen unterwegs sind, da haben wir den ganzen Tag Spaß, weil du weißt ja, 80, 100, ja. 110 ist ja schon zünftig schnell, ja. In der Schweiz definitiv. Ja. Und da hast du einfach Spaß, ja. Weil du kannst da in jedem ja. Gang schön vor dich herknattern, Gas geben. Und wenn du aber überholen willst, dann dreht dieser Motor hoch, dann geht ja, er ab. Ja. Der hat einen Schlepphebel drin, also die ja. gleiche Technik eigentlich wie ein Doppler im Zylinderkopf. Ja. Ja. Du, was habe ich da Topspeed bei sowas? 150 oder so? Ja, wenn wir uns zwei schön flach machen, dann gehen wir Richtung 160. Also 160, schon? Ja, 158, 160 kriegt sie hin. Also das reicht okay. allemal. Und wenn du wirklich überlegst, 60 bis 100, also das meiste, wo du fahren darfst heutzutage, da ist das Motorrad absolut da. Und du lernst Motorradfahren, weil du halt schalten darfst. Ja. Das Fahrwerk, also ich muss es immer wieder sagen, wenn man eine S1000R fährt, oder dieses Motorrad, das fühlt sich genau gleich an. Super handlich, super agil, super zielgenau. Und es ist halt einfach leicht. Das Motorrad ist unter 170 Kilo, hat eine schöne Sitzhöhe, wo du gut mit den Füßen runterkommst. Also, was willst du mehr? Was haben wir da Sitzhöhe? Wir sind dabei, je nachdem, ob du mit ganz tief oder so bist, so zwischen 770 und 820 mm. Du das kannst so verschiedene Sachen wählen. Aber das heißt, das ist dann auch für relativ unterschiedliche Größen geeignet. Absolut. Weil 820 ist jetzt nicht nieder. Nein. 770 ist super. Genau. Aber das heißt, da deckt es eigentlich ein relativ großes Spektrum ab. Absolut. Und was wir halt schauen, ist unser Schrittbogen, wie wir es bei BMW nennen, ist quasi hier die Breite. Das ist wirklich so schmal, dass du auch dann mit diesen 800 runterkommst. Weil wenn du zu tief bist du ja wie mit deinen Füßen nah wieder an den Fußrasten dran. Dann hockst du ja wieder so komisch drauf. Also wirklich die Ergonomie erwachsen. Und das ist völlig egal, ob du 1,60 bist oder 1,85, du fühlst dich auf dem Motorrad einfach sauwohl. Also wie gesagt, ich bin es jetzt noch nicht gefahren, Sepp, aber so wie es da steht, gefällt es mir und ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass das ganz leibend fährt. Und ich selber, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt natürlich dann auch Leute, die sagen, na gut, das ist jetzt in der A2-Klasse, da darf man ja 48 PS haben, das hat aber nur 34, warum habe ich nicht die 48? Mir fällt da immer ein, ich habe einmal eine Freundin gehabt, die wollte Motorradfahren anfangen und die hätte sich gern so was Kleines gekauft. Das war damals ein 250er und ich habe gesagt, na erst, wieso kaufst du nicht gleich die 500? Ich habe das nicht verstanden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden. Die war aber stur. War wirklich stur und hat sich gedacht, nein, ich will aber keine 500, ich habe Angst davor, weil die 500 war auch nicht stur. Ja, ja. Ich will lieber diese 250er, ich weiß nicht, was die gehabt hat, 20 PS oder so. Und die war irrsinnig glücklich mit dieser 250er und der andere Bekannte habe ich gehabt, die hat sich dann diese 500er gekauft, die hat aufgehört wieder, weil ich die Maschine überfordert hat. Und insofern glaube ich einfach, dass es sehr, sehr viel Leute gibt, die mit der 300er wirklich besser zurechtkommen, als wenn das jetzt gleich die volle Leistung ausschöpft und dass es einen echten Sinn hat, dieses Segment. Absolut meine Rede, weil lieber habe ich genau die Leistung, die halt wirklich passt zum Lernen und da kann ich damit fahren und ich fahre und ich fahre und fühle mich dann super sicher und super safe und bin einfach happy, als jedes Mal aufs Motorrad sitzen, rumzittern und das ist bei Männern genau das Gleiche. Das ist jetzt völlig egal, ob Mann oder Frau. Ja. Wenig Leistung, dann lernst du wirklich fahren. Du lernst Motorrad fahren, sonst hast du eine Garstellung, du getraust sie ja nicht mal den dritten, vierten, weil es ist ja immer alles zu schnell. Ja. Also meine Rede, ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist aber super. Sepp, das heißt, das wird wahrscheinlich so sein, weil da bin ich auch überzeugt, ich habe das alles nicht vergessen, wie ich da vom Moped aufgestiegen bin, schön langsam in immer was Stärkeres. Und ich habe damals diese 34 PS. Es war eine unendliche Erweiterung der Welt. Da haben wir gedacht, bist du deppert, das ist ja Wahnsinn, das ist echt leibend. Und insofern bin ich mir sicher, dass wenn ich auch heute das wenn ich das hätte jetzt für ein Wochenende, hätte ich einen wahnsinnigen Spaß und mir hätte wirklich nichts abgehen und das ist die Wahrheit. Genau so, genau so ist es. 1:1. Ja, und dann steigen wir halt doch wieder auf die Doppler. Ja, das können wir ja machen, das können wir ja gern machen. Aber ich durfte in der Schweiz 2 Jahre 125 fahren.
war damals so. Ja. Und ich meine, dann war meine nächste, die erste war eine XL, die zweite war eine Dominator und das war 34 PS. Ja, ja, ja. Das ist ja einfach wirklich, wollt ihr anfangen Motorrad fahren, fangt es mit was Leichtem an. Ja. Ihr habt einfach eine Freude dabei. Ja. Sepp, ich danke dir sehr. Weltklasse, die geht auf aus. Ciao, Sepp, ciao, servus, ciao. Baba, grüß euch, ciao.